Cross the quarry. Someone's been busy. Mining stone. I'll bet my left testiculus that Carla Moore's in ruin no longer. I wouldn't take that bet, even if it were a matched set. Oh, ich muss den Bogen nochmal wechseln. Der ist ja schön und der ist ja mächtig. Wow. Habt ihr gesehen, wie viel Angriff der macht? Der macht 444 Schaden. Eine Schnapszahl. Aber ordentlich. Und jetzt weiß man auch, wofür die Menschen versklaven. Tod. Ihr seid frei. Ihr seid frei. Ich habe euren Wärter getötet. Ah, oh, das wäre schöner gewesen. Schade, das wäre echt schöner gewesen. Aber hier gibt es ja noch was. Sehr schön. Pleasant dreams. Spätestens jetzt müssten die Gegner eigentlich wissen, dass wir hier sind. Sehr schön. Schön, schön. Ich soll da runter. Okay. Kann ich hier noch irgendetwas vorsabotieren? Da muss ich lang. Warum ich das weiß? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist das da... Ist das da ein Waffenständer? Anscheinend nicht. Aber wir kommen da vielleicht doch vorbei. Naja. Ab. Ach so, es geht nicht runter. Es geht da dran vorbei. Auch gut. Nein, wir sind keine Draufgänger. Alles in Ordnung. Ja, ja. Ah. Das ist also Carla Moore. Beziehungsweise eine große Baustelle vor Carla Moore. Oh, puh. Hier sind wieder ein paar viele Gegner. Wow. Oh, Feuer. Oder meinte das wegen seinem Brimstone-Zauber? Oh, Archer, da bist du. Ich krieg's grad nicht auf die Reihe. Aber dafür macht der Bogen viel Schaden. Und das ist doch was zählt. Eine Waffe, die ordentlich holzt. Und Minotaurus. Naja, die sind auch nicht mehr wegzudenken. Seitdem wir die das erste Mal gesehen haben. Und wollen sie unbedingt knuddeln kommen. So, und wir sind mächtig. Oh, ist das schön. Ach Gott, das nervt. Ehrlich, ich finde, das stört eher als das... Oh nein, das war ein Fehler. Ich will das wieder... Vorher gehe ich hier nicht weg. Und das Geld. Ich bin Söldner, ich brauche das Geld. So. Na. Doof und so. Das war nicht mein Kill, das ist ja doof. Gefällt mir total nicht, um es mit Facebook zu sagen. Ups, das explodiert doch, ne? Böse Gegner. Oh, hat er gebrannt? Sieht sehr interessant aus. Oh yeah. Das Rüstungsteil, das ist echt... weniger. Gut, das heißt, wir kommen nochmal darauf zurück. Weniger Kleidung, mehr Rüstung, ne? Also mehr Rüstungswert. Da haben wir es wieder. Kettenbikini. So weit sind wir davon gar nicht mal entfernt. So. Jetzt haben wir schon wieder 4 Kristalle. Sehr schön. Ordentlich. Und jeder kleine Splitter bringt uns ein bisschen weiter. Oh, das würde ich gerne hinten abschießen.
Ich hoffe nur, es kommt nicht nie wieder solche komischen Krabbelfiecher. Weil wie Kedok kann auch ich die Teile nicht leiden. Ah, er weiß nichts. Das tut weh. Voll am Abdancen. Yeah, yeah! Oh, da müssen wir gleich hin. So. Ach Mensch. Wenn ich das kaputt mache, was geht dann alles hinüber? Ah, oh, das ist so interessant. Vielleicht... Ich wechsle mal. So. Ah, okay, das hätten wir auch direkt machen können. Auch gut. To the dead god with you. Sehr schön. Sehr schön. Es wird jetzt langsam so sneaky sneaky. Können wir uns ducken? Eigentlich nicht, ne? Nur wenn wir... Yes, and by the thousands from the look of it. Ja. Da hinten sind nur noch welche. Voll egal, dein Kollege stirbt. Ist ihm egal. Schade, dass man dafür nichts kriegt, dass man die eigentlich ja befreit, ne? Oh, wie viel liegt hier denn? Splitter, Splitter. Und ein ganzer und wieder ein weiteres Gespräch. So viele Tote hier, dass die alle quasseln wollen. Nein, nein, was für Labertaschen. I mined stone for the Minotaur. I think there was a time before that when I did something else, but there were thousands of us taken from wherever we were before. One day the Minotaur started taking everyone somewhere. They wanted me to go too, but I knew I had to work. But then they lashed me for not stopping my work. They lashed me and I was so confused and stopped my work and just lay down. Death was so calm when it came. Tja, Sklaverei ist überhaupt nichts Angenehmes. Und das erinnert mich gleichzeitig auch daran, dass es auch heutzutage immer noch, zum Beispiel in Dritte Weltländern, aber nicht nur dort, auch zum Beispiel in Amerika oder sonst irgendwo Sklaverei gibt oder dass Menschen ausgenutzt werden. Ja, ich werde darüber jetzt nicht viel erzählen, weil dafür reicht mein Kopf jetzt gerade auch nicht aus. Das wäre gerade alles ein bisschen zu viel. Ich würde das weiterspinnen. Ich würde dann weiter darüber lamentieren, dass die menschliche Gesellschaft ja auch so blöde ist, dass sie sich vom Luxus immer so sehr vernebeln lässt und dann auf nichts mehr achtet. Gutes Beispiel war dafür ja auch Detektiv Coney, ne? Da kommen wir dann gleich auch noch hin, wo dann alle dachten, ja, Coney ist ja so böse und so. Ja, Coney ist auch böse. Coney 2012 ist auch nützlich in einem gewissen Weg. Nämlich, dass man auf solche Missstände aufmerksam macht. Nur es gibt noch weitaus mehr als nur Coney. Und es gibt weitaus mehr als nur, was weiß ich, böses, böses ACTA oder so. ACTA ist einfach nur ein First World Problem für uns. In erster Linie. Es gibt Sachen, die wesentlich dringender sind. Aber nun gut. Hier kommen wir dann nachher weiter, ne? Ja, da fliegt das Teil direkt auch hin. Bam. In den Rücken. Oh, jetzt sind wir einmal da hinten rumgegangen. Sehr schön. Ja, habe ich was verpasst? Ah, nee. Dann geht's doch hier lang. Sehr schön. Höp, 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 höp. Ist hier noch irgendjemand, den wir befreien müssen? Nein. Und hier finden wir noch was. Geld. Kaltes Geld? Gibt's was Besseres? Also ich finde schon. Zum Beispiel Liebe. Zum Beispiel Freundschaft.
Vertrauen. Ehre. Ja. Stolz vielleicht. Auf jeden Fall, dass man sich auf Menschen verlassen kann. Ehrlichkeit ist wichtig. Zuverlässigkeit. All solche Tugenden. Und auch wenn diese Gegner zuverlässig sind in ihrem Tun, so sind sie doch eher störend. Und ich bin auch. Meine Güte, viel Schaden. Sehr zuverlässig, dass mein Bogen ebenfalls viel, viel Schaden drückt. Mein Gott, weg mit dir, du. Na gut, dann kümmere ich mich halt erst um diese komischen Teile. Wow, wow, wow. Okay, das war doch nicht die beste Idee. Los, heil mich. Wow, ich sollte der nicht direkt vor die Linse springen. Okay, die ist in der Mitte. So. Danke für das bisschen Feuer. Das ist schön. Und, oh, da war doch gerade noch einer, oder? Dann eben nicht, auch gut. Nee, aber Madame da. Kommt mir wieder ein bisschen sehr nah. Oh ja, gib's mir, Baby. Richtig hart. So wie es Elara mag. Mein Gott. Ich muss ein bisschen mehr Pfeile verschießen, weil die sind mir gerade ein bisschen zu beweglich. Ja, und das ist sehr nett, dass ich überhaupt da auch wegkommen darf. So. Können wir mal den besseren Bogen nehmen. Damit war auch zu rechnen, dass sie direkt wieder vor mir spawnt. Ah, das ist so gemein. Wenn man einmal in der Kuppe drin hängt, kommt man nicht mehr raus. Wo ist... Wow. Meine Güte. Es darf nicht wahr sein, dass hier immer so viele Gegner rumwuseln. Aber wir hätten es mit ihr ja gleich. Oh mein Gott, ja. Was? Die Teile kriegen auch mehr Lebenspunkte oder was? Ist ja schlimm. Und wie hält Kedok das überhaupt? Aha, aus! Churonga! Mindestens. Na bitte, das war's gewesen. Ah, vielen Dank. Das tut gut. Oh nein, da kommen noch mehr Feinde. Na gut. Erstmal wieder alles Mögliche einsammeln. Stehst mir dazu sicher? Also... zu stark gerüstet. Aber anscheinend seid nur ihr beide das gerade, ne? Ein faires Tour und Tour. Hahaha, ich bin in einem Skript gefangen, darum kriege ich keinen Schaden. Aha, kannst du ja versuchen, gegen mich zu kämpfen, während ich im Skript hänge. Ja, das ist wunderbar. Das ist das Gemeinste, was man allgemein gegen einen Spieler auch machen kann. Ihn einfach komplett bewegungsunfähig machen. Sehr schön.